für Extra 3, der einzigen Satire-Sendung. Auch 2011 bleiben wir für die Politiker so bekömmlich wie ein Dioxin-Spiegelei. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Darf man ja jetzt noch sagen. Ne? Dankeschön. So. Liebe Zuschauer. Das Jahr ist ja gerade mal erst eine Woche alt, aber wir von Extra 3 wissen schon jetzt, dass wieder jede Menge lustiger Irrsinn auf uns zukommt. Olli Durke und Julian Amerschi haben mal in die Glaskugel geschaut. So wird das Jahr 2011. 9. Januar. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat dazugelernt. Diesmal fliegt er ohne seine Frau nach Afghanistan. Er verzichtet sogar auf die teure Flugbereitschaft der Bundeswehr. Die Steuerzahler sind begeistert. 27. März. Stefan Mappus gewinnt die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Seine erste Amtshandlung, er steckt 90% des Landeshaushaltes in den unterirdischen Prestigebahnhof Stuttgart 21. Andere Projekte werden in Stuttgart erst einmal hinten angestellt. Mai. Beim Eurovision Song Contest ist wieder alles beim Alten. Wie so oft gewinnt ein Kandidat aus Osteuropa. Diesmal kommt er aus Russland. Vorjahressiegerin Lena wird Letzte. Sie freut sich aber trotzdem. Der Kandidat aus Italien lädt sie zur Aftershow-Party in seine Privatgemächer ein. This is so absolutely awesome and I feel like just this is not real. 22. Juni. Erneuter Vulkanausbruch in Island. Glücklicherweise liegt die Insel auf der Flugroute von Verteidigungsminister zu Guttenberg, der gerade wieder nach Afghanistan fliegt. 4. September. Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Die FDP kommt auf ihr bestes Ergebnis des Jahres, 0,18%. Zum Dank schenkt die Partei ihrem Vorsitzenden ein neues Guide-Mobil. Diesmal in Weiß. Westerwelle macht spontan eine Siegesfahrt durch die Schweriner Innenstadt. 23. Oktober. Verteidigungsminister zu Guttenberg besucht die Truppe in Afghanistan. Auf dem Rückflug nach Berlin macht er einen Zwischenstopp in der Frankfurter Innenstadt. Ganz spontan entdeckt er dort ein geeignetes Endlager für Atommüll. Kanzlerin Merkel freut sich und erhöht die AKW-Laufzeiten um 200 Jahre. Die Atomlobby macht ein Fass auf. Das erste Bier geht an Stefanie zu Guttenberg. 12. Dezember. Sensation im Weißen Haus. Nach all den Rückschlägen der vergangenen Jahre tritt US-Präsident Obama völlig überraschend zurück. So wird das Jahr 2011. Kommen wir zur FDP. Die hat ja gerade mal wieder ihr Dreikönigstreffen abgehalten. Viele nennen es ja auch das 3%-Treffen. Aber das ist nicht ganz fair. Denn laut ARD-Umfrage liegt die FDP bei stolzen 4%. Naja, bei diesen traurigen Werten wird es wohl höchste Zeit, dass ich den berühmten gelben Polunder von Hans-Dietrich Genscher auf Halbmast ziehe. Ganz einholen werde ich das schöne Stück aber noch nicht, denn noch gibt es ja Hoffnung. Guido Westerwelle bleibt nämlich auch nach dem Dreikönigstreffen Vorsitzender der FDP und wird nächste Woche nicht ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Und das liegt jetzt nicht an der großen Flut in Australien, sondern auch daran, dass wir von Extra 3 ihm wieder etwas Mut gemacht haben. Jawohl, mit so einem kleinen Werbefilm, den ich gemeinsam mit Julian Amerschi beim Dreikönigsball in Stuttgart gedreht habe.
Ich bin beim Dreikönigsball der FDP. Hier wollen die Liberalen ihre Krise wegtanzen. Und ich will ihnen dabei helfen. Mit einem Werbefilm für Guido Westerwelle, hier links im Bild. Der Spot soll zeigen, dass nicht nur die Parteispitze, sondern auch die Basis voll hinter ihrem Vorsitzenden steht. Ich übergebe das Wort an die FDP-Mitglieder. Wir machen einen kleinen Werbespot für Westerwelle, der da lautet: Westerwelle ist der beste FDP-Vorsitzende aller Zeiten. Können Sie das mal in die Kamera sagen? Nee, das sage ich nicht. Warum nicht? Nee, das ist nicht meine Wellenlänge. Ich würde das jetzt, glaube ich, so nicht sagen. Eigentlich Dr. Guido Westerwelle ist für mich der beste FDP-Vorsitzende. Aller Zeiten? Aller Zeiten. Ja. Okay. Haben Sie das jetzt von Herzen gesagt? Ich habe Ihnen das ihm zuliebe nachgesprochen. Wie bitte nur nachgesprochen? Für unseren Guido-Spot brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Schwung. Dann nennen Sie mal drei Gründe, warum Guido Westerwelle der beste Vorsitzende aller Zeiten ist. Bitte jetzt. Ach Gott, jetzt bin ich total überfordert. Ja, warum er der beste Vorsitzende ist. Und warum haben Sie es jetzt gesagt? Ganz einfach. Ja. Weil ich möchte, dass die FDP Ruhe hat. Naja, vielleicht haben wir uns auch zu viel vorgenommen. Versuchen wir es doch mal mit einem neuen Slogan. Diesmal etwas bescheidener. Guido Westerwelle, also so als Werbespruch, könnte schlimmer kommen. Würden Sie das wenigstens mal sagen? Guido Westerwelle könnte schlimmer kommen? Nein, es könnte ja schlimmer kommen. Nee, kann nicht schlimmer kommen. Guido Westerwelle. Ja. Es könnte ja schlimmer sein. Guido Westerwelle könnte doch schlimmer sein. Nein, das ist der Claim. Es könnte ja schlimmer sein. Also es könnte, schlimmer könnte es nicht sein. Also wir müssen Westerwelle unterstützen. Ich will den nicht unterstützen. Lassen Sie das mit dem. Ich will ihn nicht unterstützen. Okay. Dann müssen wir jetzt abbrechen. Ach, ich geb's auf. Wenn die Basis nicht zu ihrem Vorsitzenden stehen will, dann kann das ja auch nichts werden mit der FDP. War nicht ganz so einfach, muss ich zugeben. Aber liebe Zuschauer, wir waren natürlich nicht nur beim FDP-Dreikönigsball, sondern auch bei der Veranstaltung am nächsten Tag, auf der Guido Westerwelle seine große Rede gehalten hat. Hier, das war davor, vor der Stuttgarter Oper. Und so bin ich sogar in der Schweizer Tagesschau gelandet. Ja, schauen Sie mal hier, auf deren Homepage gab es nämlich dieses Foto hier zu sehen von mir und unserem sensationellen Plakat »Lieber Guido als Bushido«. Lieber Durchschnitts-NDR-Zuschauer, Bushido müssen Sie nicht kennen, das ist so ein Rap-Fuzzi aus Berlin. Das Schöne ist aber die Unterschrift unter dem Bild hier, Unterstützung für den Parteichef vor dessen Rede in der Stuttgarter Oper. Also die haben wirklich gedacht, die von der Schweizer Tagesschau, das wäre echt. Ja, lustig, was die Schweizer so alles glauben. Und eines muss man Guido Westerwelle ja wirklich lassen, er lässt sich nicht unterkriegen. Die Kritik perlt an ihm ab wie Wasser. Ja, egal was kommt, Westerwelle glaubt fest an sich und den nahenden Endsieg, Wahlsieg, bis zum bitteren Ende der FDP. Und wir haben für dieses blau-gelbe Helden-Epos auch schon mal ein Filmplakat vorbereitet. Hier, schauen Sie mal, der Untergang. Den Soundtrack, dafür gibt es übrigens auch schon, und zwar von Dennis Kaub und Marieke Schmidt-Lenewinkel. Auf dem Dreikönigstreffen, hinter den Mauern der Oper der Stadt, steht eine Nervensäge, wie sie noch keiner gesehen hat. Du hast ja recht, aber du hättest es doch ein bisschen vornehmer formulieren können. Ach nö. Niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem. Immer nur Steuern senken, wirtschaftspolitische Schizophrenie. Dieser Staat hat Geld wie Heu. Gebrochene Wahlversprechen, so schafft man die 5% Hürde doch nie. Hey, 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 er war der Heuchler.
versprochen gehalten. Hey, 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 er war so hoch auf der Leiter. Doch dann fiel er ab. Doch dann fiel er ab. Was Schlimmeres als unseren Laden gibt's überhaupt nicht. Er musste schnell in die Klinik. Er hatte die Umfragewerte so satt. Sie brannten wie Feuer in seinen Augen. Er fühlte sich einsam und unendlich schlapp. Hey, 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 er war der blau-gelbe Schleimer. Das ist eben die Arroganz der Macht. Hey, 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 die FDP ist im Eimer. Ja, ja. Und dann fiel er ab. Ja, dann fiel er ab. Das verspreche ich euch. Vor Weihnachten stand ja in meiner Lieblingszeitung, der Bild-Zeitung, das hier. Schauen Sie mal hier. Bahn warnt vor Zugreisen wegen des Winterchaos. Ja, super, also ich wünschte, jeder wäre so ehrlich. Ja, stellen Sie sich mal vor, die FDP würde in den nächsten Wahlkampf mit dem Slogan gehen: Wählen Sie bitte nicht die FDP, wir können es einfach nicht. Das wäre doch mal was, oder? Naja, also die Bahn gibt jetzt offen zu, dass sie im Winter nicht fahren kann. Und weil das ja auch im Sommer nicht so richtig klappt, Stichwort Sauna-ICE und so, hat Bahnchef Grube jetzt ganz neue Betriebszeiten eingeführt. Hier, schauen Sie noch mal. Sehr schön. Die Bahn fährt ab sofort nur noch im Frühling und im Herbst. Außer natürlich hier bei Sonne, Regen, Schnee oder kein Bock natürlich. Was Sie sonst noch so über die Bahn im Winter wissen müssen, das erklärt Ihnen jetzt die Sendung mit dem Klaus von Olli Durke und Janina Kalle. Ach und Krachgeschichten. Heute Bahnfahren im Winter. Bahnfahren im Winter geht so. Die Abfahrt des Zuges IC 810 nach Berlin verzögert sich heute um wenige Minuten oder auch Stunden. Vielleicht auch Tage oder der Zug fährt gar nicht. Mal gucken. Früher war Bahnfahren voll langweilig. Pünktlich abfahren, pünktlich ankommen und billig war das auch noch. Billig fanden die Bosse von der Bahn aber voll blöd. Denn mit billig kann man sich keinen Börsengang leisten. Also haben die Bosse die Bahnpreise erstmal ordentlich erhöht. Und wenn der Bahnfahrer für das Bahnfahren schon mehr zahlt, soll er auch mehr vom Bahnfahren haben. Nämlich eine schön lange Bahnfahrt. Fährt Onkel Herbert zum Beispiel Weihnachten schön lange nach Wuppertal zu Tante Gertrud. Und damit das klappt, verzichtet die Bahn auf beheizte Weichen. Dann frieren die nämlich ein. Kann der Zug von Onkel Herbert nicht mehr nach Wuppertal abbiegen. Super. Kommt er zwar irgendwo an, aber nicht da, wo er hin will. Da will er nämlich auch nicht hin und da auch nicht. Toll, hat Onkel Herbert jetzt eine schön lange Bahnfahrt. Und wenn mal so ein Zug ausfällt, dauert das Warten noch länger. Hat die Bahn nämlich die Ersatzzüge ersatzlos gestrichen. Freuen sich die Bahnbosse. Und die Bahnfahrer. Das ist eine Frechheit. Total Katastrophe. Ehrlich. Dann bleibe ich lieber zu Hause. Toll. Wird Onkel Herberts Weihnachtsbesuch bei Tante Gertrud in Wuppertal zur ganz besonderen Überraschung. Frohe Weihnachten! Pünktlich zu den Sommerferien. Und nächste Woche? Bahn bereitet sich auf Kundenbeschwerden vor.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Was waren das für tolle Nachrichten für alle Feinschmecker, die so gerne technisches Schmierfett zu sich nehmen? Lecker, lecker, lecker. Dieses Schmierfett ist nämlich in den Futtertrögen von Millionen Hühnern gelandet. Das Eierlegen läuft seitdem natürlich wie geschmiert. Ja, ich wusste, dass Sie da lachen. Und in den Supermärkten stehen jetzt überall plötzlich diese lustigen Packungen in den Regalen. Schauen Sie doch mal hier. Dioxin-Überraschung. Mit dem lustigen Slogan, in jedem siebten Ei ist kein Dioxin dabei. Das können wir mal aufmachen. Oh, sind jetzt leider aber nur 6 drin. Ja, schade aber auch. Möchten Sie vielleicht noch ein Ei haben? Ja, für morgen Frühstück und so. Ne, Sie noch ein Ei? Sie da hinten, kriegen Sie das gefangen? Das ist noch Ei. Schön, dass Sie sich da keine Sorgen machen. Da, komm, einen machen wir noch. Die Dame. Und? Ja, kleiner Applaus. Fantastisch. Ja. Ja, ich hätte jetzt gedacht, Sie haben da ein bisschen mehr Angst. Es gibt ja Leute, die haben Angst, ja, aber man sollte sich, liebe Zuschauer, da wirklich keine Sorgen machen. Wir haben auch die letzten 37 Dioxinskandale überlebt. Wir überleben bestimmt auch diesen. Hoffentlich. Tobias Lick ist mit einer Chronologie. 1998. Das Chemische Untersuchungsamt in Freiburg hat Milchproben geprüft und erhöhte Dioxinwerte gemessen. Ursache, so die Experten, ist das Kraftfutter für Kühe. Die Verantwortlichen kündigen Konsequenzen an. 1999. Immer noch werden belastete Lebensmittel entdeckt, auch in Deutschland. Die Verantwortlichen kündigen selbstverständlich Konsequenzen an. 2003. Wie kam das Dioxin in das Tierfutter aus Thüringen? Diese Frage ist auch Tage nach dem Bekanntwerden des Skandals noch nicht schlüssig beantwortet. Selbstverständlich kündigen die Verantwortlichen Konsequenzen an. 2005. In mehreren Bundesländern haben Kontrollen von Freilandeiern einen zu hohen Dioxinwert ergeben. Die Verantwortlichen kündigen an, Konsequenzen zu ziehen. 2010. Dioxinbelastetes Bio-Tierfutter ist offenbar in größerem Maß nach Deutschland gelangt als bisher vermutet. Die Verantwortlichen kündigen Konsequenzen an. Selbstverständlich. 2011. Nach dem Fund von Dioxin in Futtermitteln wird gegen 2 Betriebe in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen ermittelt. Die Verantwortlichen haben selbstverständlich schon angekündigt, Konsequenzen zu ziehen. Für alle, denen bei so viel Dioxin die Worte fehlen, kommen jetzt unsere 3 Ostfriesen auch noch mal zu diesem Thema. Die haben ja bekanntlich immer was zu sagen. Ein Film von der wunderbaren Alicia Anker. 16 Uhr, Lindenhof. Hier wird die Welt erklärt. Von Theo. So sieht's nämlich aus. Ahlerich. Und Horst. Männer, die ein Blatt in die Hand, aber nicht vor den Mund nehmen. Heute ist die Stimmung richtig giftig. Das Dioxin ist angeblich von Holland gekommen. Von Holland gekommen? Nee, das ist von innen gekommen. Von Holland? Die beiden Sachen sind von Holland gekommen und dort gemischt worden. Nicht dort gemischt, die sind in Deutschland gemischt worden. Ja, klar, sagst du in Schleswig-Holstein. Gehört das nicht zu Deutschland? Oha, ihr seid ja in Fahrt. Aber wie konnte das überhaupt passieren mit dem Dioxin? In der Firma, das sind 2 Bänder. Der einmal macht Lebensmittel, ne, für die Leute. Und der andere Band, da läuft was für die Industrie, dasselbe Zeug. Ja, da kannst du sehen, also dann kann auch ein Bäcker oder eine Bäckerei, der kann hier Torten backen. Und auf der anderen Seite kann sie Anzüge nehmen. Ja. Ne? Ja. Also das haut doch nicht hin. Nee, das haut nicht hin. Macht ihr denn jetzt irgendwas anders als sonst?
Nee, ich will ja satt werden, aber ich mache mir die Gedanken morgen. Wir brauchen sonst eine halbe Stunde beim Frühstück. Und jetzt überlegen wir und jetzt brauchen wir eine Stunde zum Frühstück. Gehen wir da ran, dann stehen wir da, nehmen wir das, Hand weg, nehmen wir das. Mit solchen Gedanken stehe ich als Rentner morgen beim Frühstück. Was? Du weißt gar nicht mehr, was du frühstücken sollst? Aber Dioxin ist doch nur im Ei. Oder hast du sonst noch andere Sorgen? Die können ja heute die können ja von bisschen Zeug, können die ja eine Erdbeere machen, was gar keine Erdbeere ist. Alle Chemie. Chemie ist überall drin und Chemiezusätze bringen Profit. Die Leute, die das machen, die müssen ja sofort ja aus dem Verkehr gezogen ja werden. Und dann müssen die das essen, was sie selber hergestellt haben. Selber und zwar so lange, bis sie kapiert sind. Bis sie kapiert sind. So gut. Bis sie kapiert sind? Wie bitte? Kapiert. Dass das Gras von unten wachsen sehen. Ja. Na Männer, wie gut, dass ihr kein Eierlikör trinkt. Ist nämlich schon wieder 18 Uhr. Der liebe Gott gibt noch einen aus. Prost, bis zum nächsten Mal. Ich würde so gerne noch ein einziges Mal. Ja? I will survive. Und? Yay! Geschafft! So. Wächst vom Dioxin, was sonst noch war, abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichtensendungen von Tobias Döll. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Was kalt ist's bei der CSU-Klausur, aber einer hat trotzdem gute Laune. Ich gebe zu, ich bin froh, dass ich in diesen Tagen Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union bin. Bei uns läuft's ganz gut. Ja, Horst Dorf, trink mal ein. Wobei, euer Umfragehoch geht dann doch eher auf sein Konto, oder? 45% sind eine Teamleistung von vielen lustigen Charakteren. Ja, aber wer von euch Clowns ist jetzt der Chef? Na komm, Horst, jetzt sag der Pappnase mal, wo es lang geht. Du kommst, wenn ich gehe. Ja. Und wann gehst du jetzt endlich? Wenn alles so bleibt, das liegt ja nicht nur an mir, was die Gesundheit betrifft, dann werde ich wieder kandidieren. Na, dann hol dir mal keinen Schnupfen. Völker, hört die Signale, der Kommunismus ist bald wieder da. Jedenfalls, wenn es nach Gesine Lötsch von den Linken geht. Die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen und sie ausprobieren. Moment mal, Kommunismus, da war doch mal was. Im Namen der Ideologie und im Namen des Kommunismus sind Millionen von Bürgern umgebracht worden. War sonst noch was? Ach ja. Australien hat die schlimmsten Überschwemmungen seit 50 Jahren. Oh mein Gott, und was heißt das jetzt für uns? Angst ums Dschungelcamp. Australien wird seit Tagen vom Hochwasser überspült. Gehen die Promis jetzt baden? Fällt die Erfolgsshow Ich bin ein Star, holt mich hier raus jetzt vielleicht sogar aus? Ach was, die kriegen Schwimmflügel und gut ist. Lecker. An dieser Stelle eine klitzekleine Publikumsumfrage zu dem Thema 2011. Ja, hier, Bernd, komm doch mal her mit deiner Kamera, oder? Komm mal her. Guten Tag. Hallo. Wie sind der Herr? Schlimm. Ja, schlimm. Ja, tatsächlich. Lustig. Ja. Ja. So, wie ist Ihr Name jetzt? Schlimm. Gut. Nein, schlimm. Warum freuen Sie sich so auf 2011? Schnell. Weil ich in einer Woche in Urlaub fahre. Ja, Sie? Weiß ich nicht. Ja, das ist spontan. Weil ich nicht mehr arbeiten muss. Ja, das ist eine super Antwort. Kleiner Applaus. Ja, das ist sensationell. Also für die Antwort hätte ich beinahe das letzte Ei gegeben. Das lasse ich aber nochmal hier. Das hebe ich mir auf. Ja. Und wissen Sie, liebes Publikum, warum ich mich so sehr auf 2011 freue? Na, wollen Sie es wissen? Ja. Also, erstens, die Frauen-Fußball-WM im eigenen Land.
Wird großartig. Ja? Zweitens, ich kann am 11.11.2011 11 Jungfrauen heiraten. Und drittens, ja, ich kann mir endlich einen neuen Personalausweis holen. Also mit dem soll man ja sicher im Internet einkaufen und sogar Behördengänge erledigen können. Ganz toll. Und dank des neuen Personalausweises weiß ich auch endlich, was ich mit meiner freien Zeit anfangen kann. Alexander Lehmann erklärt Ihnen mal, warum. Billig, potthässlich. Fürs Portemonnaie viel zu groß und fürs Internet nicht zu gebrauchen. Der alte Personalausweis. Doch jetzt gibt's endlich den neuen für 28,80 Euro. Der kostet zwar jetzt dreimal so viel wie der alte, hat dafür aber die neue Online-Ausweisfunktion. Um all die neuen Funktionen wirklich nutzen zu können, benötigen Sie natürlich ein sicheres Lesegerät. Das gibt es jetzt für nur 160 Euro. Und schon können Sie loslegen. Einfach das Gerät an den Computer anschließen und die dazugehörende Software installieren. Ach ja, da Sie jetzt Ihre ganz persönlichen Daten übers Internet verschicken, brauchen Sie natürlich ein professionelles Antivirenprogramm. Für nur 25 Euro sind Sie auf der sicheren Seite. Die Installation geht meistens schnell und problemlos. Eine gute Firewall darf jetzt natürlich auch nicht fehlen. Ach so, Sie wissen nicht, was das ist? Keine Sorge, einfach bei der Computer-Hotline beraten lassen für nur 99 Cent pro Minute. Nach dem kurzen Beratungsgespräch entscheiden Sie sich besser für die sichere Ausführung. Ein Schnäppchen, nur 37 Euro. Vergessen Sie jetzt aber auf keinen Fall, Ihr Antivirenprogramm noch einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Ihren Browser und alle Erweiterungen für Ihren Browser sollten Sie auch aktualisieren. Und nicht die Firewall vergessen. Das dauert in der Regel nur wenige Stunden. Und schon kann's losgehen. Ups, Sie haben die sechsstellige PIN vergessen. Macht nichts. Beim Bürgeramt bekommen Sie jederzeit eine neue PIN für nur 6 Euro. Geschafft. Sie sind drin. Oh nein, Ihr Betriebssystem hat eine Sicherheitslücke und jemand hat Ihre Identität gestohlen. Keine Panik, lassen Sie den Ausweis einfach sperren. Jetzt müssen Sie nur noch mal kurz beim Bürgeramt vorbeischauen. Ach ja, vergessen Sie die 10 Euro Gebühr fürs Entsperren nicht. Jetzt kann's schon losgehen, dank dem neuen Perso. Der Polunder ist noch immer auf Halbmast. Das bedeutet, das war's für heute. Ja, auch wenn es traurig ist, die ganze Sendung als Podcast und noch viel mehr finden Sie aber auf unserer Internetseite, jetzt eingeblendet, www.x3.de. Und jetzt bitte unbedingt dranbleiben, denn jetzt kommt unser Extra-3-Star-Reporter Dennis Gastmann mit seiner großartigen Sendung mit 80.000 Fragen um die Welt. Dennis war diesmal in Australien, als das Land noch über dem Meeresspiegel lag. Bis nächste Woche. Das jetzt angucken. Dankeschön und gute Nacht. Tschüss. Ja, und ein Ei haben wir noch. Eier, Eier, Eier. Und das kriegt meine frühere Deutschlehrerin. Bitteschön, dass Sie mal wieder da sind. Das wäre toll. Ja. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.